So, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin mal wieder auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Wie ihr wisst, haben wir alle Bienenvölker im Moment, oder fast alle Bienenvölker oder ein Großteil der Bienenvölker hier auf der Alb. Hier blüht ja noch der Raps. Und so wie ihr gerade gesehen habt, ne, war das Wetter noch vor drei Minuten. Jetzt schaut, sieht man es vielleicht im Hintergrund, Sonnenschein. Also das Wetter scheint es heute gut mit uns zu meinen, nachdem wir jetzt ja auch ein paar Tage Regen und Gewitter hatten. Eigentlich wollte ich gestern schon hierher fahren, aber es gab einfach Stau auf der Autobahn, ich glaube 17 Kilometer. Und die Alternativstrecke, wo ich eigentlich meistens fahre, ist ja dann praktisch die Bundesstraße, die die Ausweichmöglichkeit ist, die aber dann irgendwann der Ausbau aufhört. Also das wollte ich mir dann auch nicht antun, vor allem weil es dann auch noch richtig Gewitter oder gewittrig aussah. Habe ich gedacht, bevor ich da jetzt 2 Stunden im Stau stehe, dann bei den Bienen komme, mitten im Gewitter und dann mit Taschenlampe oder so Schwarmkontrolle oder nachschaue, das ist ja nicht nur Schwarmkontrolle, ne? Lasse ich es lieber sein und fahre jetzt deshalb. Ne? Wir fahren jetzt zum Bienenstand. Der hat ganz komische Wagstockergebnisse. Das wollte ich mir jetzt als erstes mal anschauen. Ich blende euch die mal ein. Und dann sehen wir uns jetzt gleich am Bienen, bei den Bienen. Also macht's gut, bis gleich. Ja, bei richtig schwülem Wetter sind wir jetzt am Bienenstand angekommen. Ich zeige es euch jetzt gerade mal. Ja, lasst uns zum Wag voll gehen. Ich meine, steht ein bisschen schräg, lehnt sich hier ein bisschen an, scheint irgendwie verrutscht zu sein. Hier, vor allem hier, aber das ist ja nicht das Wagvolk, ist irgendwas gewaltig an dem Kasten gebrochen, sei in den letzten Tagen. Aber offensichtlich kann ich da jetzt auf den ersten Blick nichts feststellen, was diese morgendlichen Schwankungen von 2 Kilo ausmachen soll. Ich dachte ja erst, es wäre ein Deckel runtergeflogen, jemand hätte ihn freundlicherweise wieder drauf getan und er wäre irgendwie, warum auch immer, weil wir halt viel Wind und Gewitter hatten, am nächsten Tag wieder runtergefallen. Aber dem ist nicht so. Naja, wir wollen uns jetzt auf jeden Fall mal noch mal ein bisschen beschäftigen mit diesen Bienenvölkern. Ich hatte das ja im letzten Video erwähnt und im vorletzten Video erwähnt, wo ich hier alleine war, wo ich die Bienen hergefahren habe. Was es mit dieser Gruppe, die ja nicht ganz homogen ist, auf sich hat. Das schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen an. Weil wir haben ja im letzten Video auch mit Katrin gesehen, dass unsere Bienenvölker eigentlich sehr homogen aussehen. Ja. Bevor wir uns jetzt kurz den Raps anschauen und uns dann die Bienen, will ich euch mal ganz kurz mitnehmen, wenn ich jetzt an so einen Bienenstand komme, dazu drehe ich euch wieder um, dann laufe ich eigentlich, bevor ich an irgendeinem Bienenvolk irgendwas mache, ne, weil jeder Eingriff, jedes Deckel verrutschen, jedes Mal dicht vors Flugloch gehen, verfälscht ein bisschen das Ergebnis, laufe ich einfach ganz schnell einmal durch, ne, und schaue mir jedes Flugloch an. Weil jetzt erkenne ich halt Unterschiede im Flugbetrieb, wenn ich mal angefangen habe, an den Völkern was zu machen. Wie gesagt, das verfälscht halt total das Ergebnis. Da haben wir hier so einen Kandidaten. Den wollen wir uns mal genauer anschauen. Und wie gesagt, das ist ja so ein bisschen so eine Versuchsgruppe. Ich meine, klar, wir schauen uns sowieso die an, die keinen Honigraum haben. Und das machen wir uns einfach mal so. Da lege ich mir den Deckel zurecht. Den hier wollen wir auch ein bisschen intensiver anschauen. Und dann schauen wir uns mal den Raps an. Also wie gesagt, das ist hier auf der Schwäbischen Alb einer der früheren Raps-Standorte. Und hier fällt uns eigentlich auch auf, ich weiß es nicht, ob wir das mit der Kamera so hinbekommen, dass man das wirklich sehen kann. Hier fällt auch wieder dieses Thema auf, aber das ist ja ganz logisch, dass die Seite, wo die Bienenvölker stehen,
Da muss ich mal kurz darüber laufen, dass die, wo die Bienenvölker stehen, dass wir hier den ersten Streifen wieder schnell abgeblüht haben. Es wird aber, denke ich mal, für die Kamera relativ schwierig, das einzufangen. Ich versuche es mal, ob man das erkennen kann. Ja, das ist schwierig. Ja, das ist unheimlich. Also man sieht auch hier eigentlich wieder typischerweise diesen Effekt, dass man so einen Halbkreis hat. Da stehen die Bienenvölker. Und ein paar Meter weiter hinten hat man so einen Halbkreis bis hierher, wo der Raps früher verblüht ist. Und das spricht ja wirklich dafür, dass der Raps beflogen wird, bestäubt wird und abblüht. Ne? Wir laufen da nachher mal nach hinten und schauen uns das, wenn man das von hinten filmt, sieht es wahrscheinlich besser aus. Oder kann man es vielleicht besser erkennen, oder ich fliege nachher mal mit der Drohne drüber. Vielleicht kann man es da dann besser sehen, aber wie gesagt, mit der Kamera ist es schwierig. Wir sehen aber auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt den Raps hier anschauen, Moment, wenn wir uns jetzt hier den Raps anschauen, auch nach unten schauen, da sind keine Knospen mehr. Ja, da kommen keine Knospen mehr. Wir haben klar, hier oben haben wir noch 2, 4, 6, 8, 9 Knospen, die aufgehen, hier noch 4. Also wir haben hier gar keine mehr. Also da ist nicht mehr viel zu erwarten. Ja, sagen wir mal in einer Woche, dann ist dieser Rapsacker hier komplett grün. Er blüht hier wahrscheinlich gar nichts mehr. Ja, aber ansonsten muss man sagen, der sieht ja jetzt wirklich nicht so schlecht aus hier, ne? Was da an Schoten dran ist. Man sagt ja immer beim Raps, der Ertrag ist dann meistens auch, muss man auch ein bisschen hier reinschauen. Ja, ich bin jetzt kein Landwirt oder gelernt ja schon, aber kein praktizierender Landwirt. Und Raps ist ja jetzt schon auch eine intensivere Kultur. Ja, aber ich würde sagen, dass das eigentlich hier jetzt nicht schlecht dasteht. So, jetzt wollen wir aber mal zu den Bienen gehen und da ein bisschen nach dem Rechten schauen. Ich denke, da setze ich euch mal auf das Stativ und dann schauen wir uns da mal zwei, drei Sachen an. Ne? Das haben wir eigentlich schon lange nicht mehr gemacht. Das könnte man mal echt wieder tun. Ganz interessant, weil das ja wirklich diese Gruppe ist, mit der ich gar nicht zufrieden bin, wo wir Königin Versuche hatten oder haben. Und schauen wir uns einfach an und reden dann weiter. So, schauen wir uns gleich mal das Volk an, wo wir uns gerade den Deckel vorgemerkt haben. Das ist ein Volk mit zugekaufter Königin. Na, sowas wollen wir schon mal gar nicht sehen. Ein Honigraum ohne Bienen. Ganz leer. Ah, Raucher ist auch noch nicht so ganz motiviert heute. Ja, das ist was, was wir nicht sehen wollen. Wir haben jetzt hier 3 Waben Bienen besetzt. Das ist absolut nicht das. Wobei man auch sagen muss, die Bienenvölker sind jetzt hier nicht unbedingt zum Honigsammeln hergekommen, sondern vorzugsweise auch, dass sie nicht verhungern. Und hier haben wir jetzt im Prinzip, seht ihr das? Seht ihr das? Ja, hier haben wir im Prinzip Honig, wir haben Pollen, wir haben Drohnen. Also das sieht jetzt mal auf den ersten Blick ganz gut aus. Die sitzen auch ruhig, schwören nicht auf, machen keine Geräusche. Also ohne Brut gesehen zu haben, würde ich schon mal sagen, prinzipiell ganz gut, halt total schwach. Wir haben hier verdeckelte Brut, Maden. Das Brutnest geht uns hier runter bis, ja, bis hier sind Eier. Ne? Auch hier, bis hier in die Ecke. Also prinzipiell würde ich jetzt mal sagen, das sieht
eigentlich ganz gut aus. Also ist natürlich zu schwach für diesen Stand der Jahreszeit. Sieht aber von der Größe des Brutnestes und der Volksgröße, muss man sagen, eigentlich jetzt mal gar nicht so schlecht aus. Klar könnte natürlich größer sein. Ist jetzt halt auch das Problem ein bisschen, dass wir die Ursache nicht genau wissen. Wir haben ein schwieriges Frühjahr gehabt. Es kann auch mal sein, dass die irgendwie einen kurzen Futterabriss, einen Futtermangel hatten, dadurch in Stocken gegangen sind. Aber prinzipiell sind das alles Völker. Hier läuft die Königin. Die sieht eigentlich auch schön aus, ne? Also schön groß und so. Läuft schön ruhig. Ja, die ist mir gut gelungen. Keine Ahnung, waren alles Völker, die habe ich im letzten Herbst eingewogen, ne, dass die gleich viel Bienen haben, um eben so diese Königin prinzipiell vergleichen zu können. Ist ein bisschen schwach, das Volk, wie gesagt, ist eine Königin von mir, eine blaue Königin. Ja, bauen wir zusammen wieder, kein Honig. Vielleicht im nächsten Jahr. Ja. Ja. Brauchen wir uns mit Schwarmzellen und so gar nicht beschäftigen. Honigraum lasse ich auch drauf. Warum lasse ich den Honigraum drauf? Einfach, weil ich keine Lust habe, den jetzt in die Gegend rumzufahren. Und nein, die werden ja, diese Gruppe bleibt ja als Gruppe zusammen. Die wird noch eine andere Tracht erleben. Es wird Völker geben, die werden diesen Honigraum füllen. Dieses Volk wahrscheinlich nicht. Aber man weiß es nicht. Aber wie gesagt, es wird Völker geben, die diesen Honigraum noch brauchen. Und dann muss ich den nur umsetzen. Und genau, schauen wir uns das nächste Bienenvolk an. Gehen wir gleich hier daneben drauf. Das ist jetzt eine zugekaufte Königin. Muss ich sagen, entspricht eigentlich, kann ich gleich schon mal sagen, auch nicht meinen Erwartungen. Auch wenn die jetzt im Honigraum sind und da haben wir drinnen 4 Waben Honig gefüllt, also 4 × 1,5 Kilo. Kann man nicht ganz zufrieden sein. Aber ja, Raucher geht nicht, dann halt nicht. Aber ja, besser als nichts. Ne? Was haben wir hier? Hier haben wir Brut, Stifte, total viel. Stifte hier bis an die Ecken raus, Honigkranz, hier haben wir Maden. Also das ist ein Volk, das kommt. Ja. Also mit dem Volk werden wir definitiv dieses Jahr noch Honig ernten. Aber auch da muss man sagen, also alle leeren Zellen hier im Brutnestbereich schon wieder bestiftet. Aber auch da muss man einfach sagen, hier ist die Königin, eine zugekaufte Königin, blau markiert, sieht auch schön aus. Aber auch da muss man sagen, dieses Volk ist jetzt nicht das, was ich erwarte. Also da, ja, mittlerweile bin ich da nicht mehr enttäuscht, aber da hatte ich mir mehr erwartet oder nicht mehr erwartet. Letztendlich zeigt es ja auch wieder, dass die Königin, die ich da gekauft habe von hochgelobten Züchtern, dass die jetzt nicht unbedingt besser sind wie meine. Und das freut einen natürlich. Hier sieht man auch so ein bisschen die Aufteilung. Hier haben wir den Bereich Brut. Hier habe ich meine Reservewaben, weil wir jetzt hier halt komplett Brut haben. Erweitere ich das, ne? Weil die Königin hat die Leistung, sie kann die Leistung. Vielleicht schafft sie uns ja noch eine Brutwabe mehr. Die Waben, die ich erweitere, nicht immer, aber manchmal, falsche Farbe, weiße Farbe, man sieht dieses Jahr noch nicht, der gebe ich hier einen Punkt drauf, einen weißen Punkt, das mache ich einfach, dann lerne ich es. Ne? Nein, auch ich weiß nicht alles. Man könnte jetzt den Brutraum auch noch drehen, den Honigraum auch noch drehen, dass der Honig praktisch so ist. Den weißen Punkt mache ich drauf,
manchmal, nicht immer. Dann kann ich einfach sehen, hat die Königin dann die noch mit Brut erweitert? War diese Erweiterung sinnvoll oder nicht? Ja, manchmal ist man sich nicht sicher und dann sieht man das. Was ich noch sagen wollte, jetzt habe ich es auch vergessen, genau, durch das, dass ich einfach diese leeren Honigräume, Moment, ich drehe euch mal von der Sonne weg, will aber jetzt nicht die ganze Kamera wieder umbauen, nur für so ein paar Sätze. Was ich euch noch sagen will, wollte vorher, ist, diesen Honigraum, den leeren lasse ich drauf, weil durch das habe ich halt dieses Management. Ne? Ich bin jetzt hier praktisch mit dem Familienauto unterwegs, habe meinen Raucher dabei, habe meinen Eimer dabei mit Hobelspänen und habe den Marburger Fäglingskasten dabei. Mit diesem Equipment fahre ich jetzt hier meine paar Dutzend Bienenvölker ab. Und weil ich einfach weiß, die Gruppe an für sich hat noch leere Honigräume. Die Gruppe an für sich, auch Telefon. Ach, zu spät. Die Gruppe an für sich, wo waren wir? Die Gruppe an für sich hat noch Honigräume. Die Gruppe an für sich hat auch noch, wie ihr gerade gesehen habt, Waben. Wie gesagt, das ist jetzt hier eine Gruppe, die ein bisschen malat ist. Ne? Also in einem wirklich funktionierenden, im guten Honigjahr, im Raps haben wir da keine Leerwaben drin, weil die würden sie voll machen mit Honig. Aber wir schleichen uns oder wir schlängeln uns momentan so ein bisschen durchs Honigjahr. Wir haben keine Bombenerträge, wir haben aber wenigstens Erträge, da sind wir ja ganz froh. Vor allem haben wir halt auch Wasser. Wenn ich jetzt hier andere Gegenden schaue, Mecklenburg-Vorpommern, schon wieder sehr, sehr trocken, je nach Region, was man so hört. Da sind wir hier anders unterwegs. Wir haben die Bodenfeuchte, wir müssen unsere Straubsprießen oder unsere neu gesetzten Bäume nicht gießen. Wir haben aber auch mit der Begattung oder mit dem Begattungserfolg nicht so momentan den Lauf. Aber jetzt soll es ja im Prinzip besser werden. Naja, jetzt haben wir hier ja wieder, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Es zieht schon wieder zu, also man sieht schon wieder keine, was sind das, 200, 300 Meter weit. Aber wir machen jetzt bei den Bienen noch weiter. Ne? Ich nehme euch mal noch mit zu einem Volk. Nehmen wir da hinten, wo wir gerade sind, einfach das nächste und schauen uns das an. Ne, hier kommen wir jetzt zum Volk, das merke ich schon am Gewicht. Da haben wir ein bisschen mehr Dampf dahinter. Obwohl es, sieht man das hier, obwohl es ganz, ganz wenig fliegt im Vergleich zu vielen anderen. Kann jetzt natürlich sein, ist ein Schwarm weg. Hoffen wir mal nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Aber wir schauen es einfach hier mal. Ihr müsst euch jetzt auch vorstellen, nicht, dass da wieder die Kommentare kommen. Wir filmen jetzt, wir machen jetzt nicht Schwarmkontrolle in Reinkultur, in einem Tempo und in der Konzentration, wie wir das machen würden. Weil, ja, das geht einfach nicht. Nebenher filmen, schwätzen, alles ist nicht machbar. Also auch hier haben wir wieder so ein Bild. Wie gesagt, ja, über den Ertrag brauchen wir, habe ich mich getäuscht gerade, brauchen wir uns nicht täuschen. Auch hier haben wir jetzt 5 volle Honigwaben drehen. Also die Völker stehen ja jetzt eine Woche am Raps hier. Das muss man ganz klar sagen. In der Woche konnten sie 2-3 Tage fliegen, davor waren sie leer. Also in Anbetracht der Zeit eigentlich doch nicht so eine schlechte Leistung. Man sieht jetzt, die haben jetzt hier diese Wabe ausgebaut. Die war einfach zu viel gegeben. Hier ist ein bisschen Honig drin. Lassen wir jetzt aber trotzdem mal drinnen. Dann haben wir hier eine komplett volle Honigwabe oder Honigwabe, aber eine Wabe voll mit Honig. Daran erkennen wir jetzt einfach, dass hier die Legeleistung von der Königin nicht stimmt. Ja, wir haben hier jetzt maximal 3 Waben mit Brut. Schauen wir uns an, ob das wirklich so ist. Oder ob da ein Schwarm weg ist, dann ist ja auch immer viel Honig unten. Aber hier, das merke ich schon am Gewicht, ist Brut. Also wir haben jetzt hier, wie gesagt, Honig, also 2 Kilo Honig im Brutnest oder im Brutraum, da brauchen wir die Wabe ganz sicherlich nicht, weil
die Königin bringt die Leistung nicht. Ne, zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben jetzt hier Stifte, aber auch unheimlich große Honigfelder. Ja, unheimlich große Honigfelder. Wir haben hier Maden. Wir haben hier jetzt große verdeckelte Bereiche. Aber wenn eine Königin jetzt nur drei Waben, also die wird wahrscheinlich auch nicht richtig bestiftet sein. Jetzt schauen wir uns das mal an. Doch, da haben wir Brut. Also im Prinzip haben wir drei Waben Brut stehen. Und das jetzt hier, irgendwo zwischen Anfang und Mitte Juni, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Das muss man ganz klar sagen. Vor allem dieses Eck hier ist für mich ausschlaggebend. Ich meine, wir stehen jetzt eine Woche im Raps. Davor hatten wir aber auch schon schönes Wetter, zwar jetzt nicht den Bombenertrag, aber ich würde mir doch wünschen, dass, wenn ich die nächste Wabe schon, zumindest hier kein Honig wäre. Also das ist sicherlich eine Königin, die nicht die Leistung bringt, die wir uns wünschen. Jetzt weiß ich es leider nicht, die hat ihren Reißnagel verloren. Was das für eine ist, beim Absperrgitter aufgeben, ne, auch immer achten, dass man es wieder richtig rumlegt, nicht, dass Drohnen oder die Königin auf der falschen Seite sind. Aber, bauen wir das wieder zusammen. Also das ist ein Bienenvolk, wie das letzte, ne? Wir haben 3-4 Waben Honig. Wie viel hatten wir? 4 Waben Honig in einer Woche. Aber es ist nicht genau das, was wir uns so prinzipiell vorstellen. Schauen wir uns beim nächsten um. Moment. Ich sollte euch... Wo ist der Ton? Nehme ich euch auch mal mit hier rüber. Hier sind wir jetzt auch wieder im ähnlichen Bereich. 1, 2, 3, 4, 5... Waben mit Honig. Da rechnen wir mal großzügig 5 mal 1,5. Ja. So, dann schauen wir uns, der Raucher geht mehr oder weniger, aber ich habe jetzt keinen Bock davor zu laufen, um den neu anzuzünden. Wie ihr seht, es geht ja auch so. Prinzipiell muss man sagen, ich bin nach diesem Versuch, ich meine, ich habe da jetzt ja noch auch im Herbst schon mal reingeschaut und wir scheinen das jetzt gerade ein bisschen auch zu erahnen. Also zwischen diesen hochgelobten Megaköniginnen und unseren scheint es im Wesentlichen keinen Unterschied zu geben. Es scheint eher so, dass augenscheinlich jetzt mal, das ist ja keine wissenschaftliche Untersuchung, dass unsere sagen wir mal, wir sind da gleich auf, wenn nicht sogar mit unseren Königinnen einen Tick besser. Aber ich werde es nicht wiegen, ne, weil so wichtig ist es mir nicht. Mir ist es nur wichtig, dass wir der Zeit nicht hinterherlaufen. Ab und zu, ich mache das ja auch nicht jedes Jahr, ab und zu kriegt man ja solche Geheimtipps. Und dann gehe ich den einfach mal nach. Man möchte ja nichts verpassen, mal wieder was Neues ausversuchen. Aber ja, wie gesagt, wir sind da von der Königin oder von der Volks Auswahl tiptop aufgestellt, auch mit der Sanftmut. Ne, ihr seht, wir kommen hier im Prinzip ohne Rauch aus. Also da ist es sicherlich nicht so, dass für mich da irgendwie das attraktiv erscheint, da Königinnen zuzukaufen oder Zuchtstoff zuzukaufen oder was zu ändern. Also da bin ich doch dann mit mir selber dann doch zufrieden. Mir gelingt nicht alles. Also man hätte hier sicherlich aus den Bienenvölkern mehr rausholen können. Die Frage bleibt halt nach wie vor, in welche Rolle dieses Frühjahr da reingespielt hat. Hatten die vielleicht doch mal irgendwie einen Futtermangel, einen Futterabriss, einen Pollenmangel in der Entwicklungsphase in diesem kalten, regnerischen Mai oder April?
Das können wir jetzt nicht mehr beantworten, aber also in Gesamtsumme sind wir jetzt hier nicht zufrieden, aber es zeigt auf jeden Fall, dass unsere Königinnen der Welt beileibe nicht hinterherlaufen. Ihr habt es jetzt hier gerade gesehen, zwei Ansätze von Zellen, die ich zerdrückt habe. Das sind die ersten Zellen. Jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, 8. Juni, 6. Juni, keine Ahnung. Ist doch schön, ne? Ja, und hier sieht es natürlich auch, da sieht man das. Ne? Wir haben hier Stifte, wir haben hier, was ist denn hier los? Wir haben hier eine Brutwabe. 1, 2, 3, 4, 5 Brutwaben hatten wir hier. Und das ist eigentlich auch so das, was ich mir so im Raps so mehr oder weniger wünsche. 5 Waben Brut. Dann kriegen wir eigentlich in normalen Jahren wirklich ganz gute Ergebnisse. Ne? Also ich meine, es sind der ersten Woche Raps, 5 Waben Brut. Dann kriegen wir da eigentlich, kommen wir da eigentlich ganz gut miteinander aus. Ja, gut. Zugekaufte Königin. Brutnest, ja. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die zugekauften ein Tick aggressiver sind. Brutnest passt. Schaumkontrolle machen wir da gar nicht. Da gibt es keinen Grund, da reinzuschauen. Es ist nur Zeitvergeudung. Da können wir da, wie gesagt, krabbeln die sich noch bis zur Edelkastanie, bis zum Wald. Ich weiß ja noch nicht so genau, was ich da mit den Völkern jetzt im Anschluss mache. Jetzt würde ich sagen, fliege ich mit euch noch eine Runde. Das Wetter wird nämlich schlechter. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier diesen Unterschied sehen. Weil ich bin jetzt kein mega geiler Drohnenpilot. Jetzt will man mal gucken hier, ob wir diesen Unterschied sehen. Vom Rapsel sehe ich das natürlich nicht auf meinem Display. Und kann euch deshalb jetzt nicht sagen, ob man das sieht. Naja. Vielleicht hat man das jetzt gesehen. Ich denke, mit der Kamera wird es aber schwierig. Aber ihr seht schon wieder, der Nebel zieht zu. So, ich habe euch nochmal geschwind hergeholt. Weil, jetzt will ich euch mal zeigen, was ich mir eigentlich erwartet habe. Da habe ich auch ein paar Völker dabei. Das sind Kontrollvölker, die kommen aus einer anderen Gruppe. Ja, das hat jetzt ein bisschen, also ein Honigraum voll. Ne? In ein paar Tagen Flugwetter. Die anderen haben die Hälfte gemacht. Da muss man jetzt dazu sagen, also die kriegen noch einen Honigraum. Muss ich nachher noch da hinten holen. Da muss man jetzt aber dazu sagen, dass es ja auch so ist, dass diese Versuchsvölker ein Tick schwächer sind und das einfach durchlaufende Völker sind. Durchlaufende Völker sind immer besser wie Jungvölker, zumindest bei mir. Ne? Und da seht ihr jetzt einfach mal den Unterschied. Kommen wir zum Fazit. Also, was wir nicht gefunden haben, ist, warum die Stockwaage diese komischen Sprünge macht. 2 Kilo ist für dieses Volk auch absolut nicht normal, weil auch hier trifft wieder das zu, was wir mit Katrin schon im letzten Video angesprochen haben. Die Stockwagenvölker sind irgendwie immer die Schwächsten, zumindest meistens. Ich habe jetzt mal das Volk gewechselt, habe leider gerade keine extra Stockwaage frei. Sonst hätte ich die gleich ausgetauscht pro forma. Gut, wissen wir nicht, müssen wir weiter beobachten. Dann Punkt 2 ist, wenn wir uns jetzt mal die Reihe anschauen, nach wie vor sehr unhomogen, ne, 2 Honigräume, ein. Also ich habe es jetzt immer so gehandhabt, wenn wir eine gute Volksstärke haben und der halbe Honigraum voll ist, kriegen sie noch einen zweiten drauf. Es sind jetzt alle Honigräume von dieser Gruppe verplant, hier war ich ein bisschen knapp wohl. Und uns fällt eins auf, weil es tut mir schon fast leid, dass ich das sagen muss, aber uns fällt eins auf,
Die Völker, wo die Königinnen von mir drinnen sind, sind einfach im Honigertrag deutlich besser. Sind jetzt gefühlt, ne, wir haben dieses Wetter. Wir haben jetzt wirklich ein Wetter, extrem schwül. Hier hinter uns kommt wahrscheinlich schon das nächste Gewitter. Also ich bin auch froh, dass ich jetzt fertig bin. Wir haben das Wetter, wo die Bienen nicht so mögen. Die Königin von mir sind auch ruhiger. Was sie nicht unbedingt sind, die Völker sind, ich habe die jetzt nicht geschätzt, ja, muss ich ehrlich sagen. Aber das würde ich jetzt nicht behaupten, dass die Völker mit den Königinnen von mir stärker sind. Das würde ich nicht behaupten. Aber ganz klar, der Honigraum ist voller. Das erkennt man jetzt auch an diesen Stapeln ganz gut. Und sie sind viel ruhiger, viel wabenstetiger, weniger Stiche. Das ist hier jetzt schon mal nochmal so ein kleines Zwischenfazit. Wie gesagt, wir lassen das ja noch ein bisschen laufen hier. Dann haben wir auch gesehen den Unterschied zwischen einem Wirtschaftsvolk, also einem durchlaufenden Volk, wie ich gesagt habe im Video, und den Jungvölkern, also in diesem durchlaufenden Volk. In diesen durchlaufenden Völkern, es sind in dieser Gruppe hier 4 Stück, haben wir im Prinzip ganz grob mal gesagt, doppelt so viel Honig wie in den besten anderen Völkern. Also auch da sieht man, dass eine gute Überwinterung in der Wirtschaftlichkeit oder im Honigertrag und damit dann letztendlich auch in der Wirtschaftlichkeit einfach eines der wichtigsten Standpunkte sind. Ja. Das haben wir gesehen. Wir sind mittlerweile ziemlich lang geworden. Ich hoffe, ihr habt viele, sind mir bis zum Ende gefolgt, haben sich das Video angeschaut. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Das war jetzt ja auch ein bisschen ein Aufwand, das zu filmen. Nein, aber wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Und genau, was wir noch kurz schauen, lasst uns mal noch ganz kurz den Raps anschauen, ob wir hier trotz diesem, also wir haben jetzt bestimmt 18, 20 Grad und extrem schwül. Also ihr seht es ja an mir, ich schwitze und ich arbeite ja immer ohne Schleier. Aber ja, wir sehen hier im Raps eigentlich vereinzelt Bienen, aber eigentlich keinen großen Bienenflug. Wir fahren jetzt mal noch, oder ich fahre jetzt noch an eine andere Stelle, ob ich da die Kamera anmache oder einen anderen Raps und schauen wir das an, ob der vielleicht einen Tick später ist, auch in Flugweite. Aber ja, auf jeden Fall nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.